Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV und heute geht es um einen Hilferuf, den wir von einem Kunde bekommen haben und weil das glaube ich eine Situation ist, die viele von euch interessieren wird, wie verhält man sich, wenn genau das, was passiert ist, passiert, darüber sprechen wir im heutigen Video. Also, wir haben heute von einem Kunde, einer unserer Coaching-Kunden, eine E-Mail bekommen. Und jetzt ist es ja so, dass wir eigentlich keine individuellen Optionsratschläge geben. Also nicht sagen, mach das mit der Position so oder mit der Position so, sondern wir machen das ja im Rahmen unseres Coachings, dass wir die ganzen Positionen besprechen, dass wir zeigen, welche Positionen haben wir, dass wir Positionen live mit unseren Kunden handeln. Aber wenn es natürlich ein Notfall ist, dann sind wir natürlich die Letzten, die dann die Hilfe ablehnen würden. So, und unser Kunde rief uns heute oder schrieb uns heute eine E-Mail und war ganz ein bisschen verwundert, was ihm da passiert ist. Und wir konnten das dann aber ganz schnell aufklären. Und zwar folgende Situation war eingetreten. Es war in dem Beispiel ging es um Live Cattle, also lebend Rind. Ein Markt, der sicherlich von den meisten hier jetzt nicht unbedingt gehandelt wird. Aber das könnte jetzt alle anderen Futures genauso betreffen. Und zwar der Markt war nach unten gegangen. Und unser Kunde hatte hier einen Short Put verkauft. So. Jetzt ist Folgendes passiert, der Preis ging noch etwas weiter nach unten, er ging also durch den Strike hindurch, sodass am Freitag, und zwar das müsste der 4.12. war das, 4.12. war die Option in the money. Und warum ist es so bedeutend, dass das am 4.12. war? Weil da gerade der Verfall der Optionen war. Und was passiert jetzt mit einem Short Put, der am Verfallstag in the money ist? Wir müssen uns ja mal überlegen, was hat der Inhaber eines Puts, also der Käufer eines Puts, für ein Recht? Und der hat das Recht, das Underlying zum Preis des Strikes zu verkaufen. Das heißt, er verkauft das. Wenn ich jetzt diesen Put Short habe, muss ich diese Position kaufen. Und das bedeutet eben in dem Falle, dass unser Kunde jetzt anstatt eines Short Puts plötzlich einen Future Long war. So, er war also einen Future Long, was an sich erstmal noch gar nicht so schlimm ist. Warum? Weil den Verlust, den er bislang hier erlitten hatte, das ändert ja nichts, ob er jetzt den Put hat oder den Future, das bleibt erstmal gleich. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Seine Idee war jetzt folgende, er ist davon ausgegangen, dass der Preis in den nächsten Tagen so ein bisschen wieder nach oben laufen wird, und er damit seinen Future wieder zu einem besseren Preis als zum aktuellen Zeitpunkt wird verkaufen können. Und da hat er nachgeschaut und guckt, okay, wie lange läuft der Future noch? Und der Future hat eine Restlaufzeit bis zum 31.12. Das heißt also, er hatte im Grunde noch genügend Zeit, mehr als 4 Wochen, um diesen Future, so war zumindest sein Gedanke, glattstellen zu können. Und jetzt hat er aber am Wochenende eine E-Mail seines Brokers bekommen. Und der Broker hat gesagt, auf sinngemäß jetzt mal auf gut Deutsch übersetzt, pass mal auf, am 7., also am Montag, am 7.12. beginnt die sogenannte First Notice Day Periode. Und da wir keine physische Lieferung von Rohstoffen oder Futures gleich welcher Art zulassen, werden wir deinen Kontrakt am Montag zwangsliquidieren. Das wollte er natürlich wissen, was ist hier passiert und was heißt denn das, diese First Notice Day Periode, und wie schaut das Ganze aus? Und dazu muss man Folgendes wissen. Es gibt sehr, sehr viele Broker heutzutage, also ich glaube 99% aller, die hier zuschauen, handeln über einen Broker, wo es genauso sein wird. Die genehmigen keine physische Lieferung mehr. Das heißt, man kann hier keine Rinder, kein Weizen, kein Gold und so weiter mehr physisch geliefert bekommen, sondern die Broker sagen, bevor das passiert, stellen wir diesen Kontrakt glatt. Und jetzt ist die Frage, wann wird denn oder wann kann man denn geliefert bekommen? Und das ist eben nicht der letzte Tag, der 31.12., also der Verfall, sondern das ist, und das betrifft eben vor allem die Rohstofffuture, der sogenannte First Notice Day. Und der kann je nach Rohstoff doch einige Tage vorweg schon sein, wie in dem Fall eben jetzt hier. Das sind ja gut 24 Tage vorher, also ein bisschen was über 3 Wochen. So,
Und in dieser Periode vom 7.12. bis zum 31.12. hätte derjenige, der, jetzt kommt es wieder, die Gegenposition hält, also der Short den Future ist, der kann jetzt Folgendes machen. Und zwar, was bedeutet es denn, wenn man einen Future verkauft hat? Wenn man einen Future Short ist, man hat ihn verkauft, dann hat man sich für die Zukunft das Recht gesichert, das Underlying zum Preis, je nachdem wie der jetzt gerade ist, abzugeben. Okay? Das heißt, der Strike, er spielt überhaupt keine Rolle mehr, sondern man kann als Verkäufer sagen, so, du nimmst jetzt die physische Ware. Das heißt, derjenige, der hier Long Future ist, was unser Kunde jetzt hier war, bei dem könnte es passieren, dass er jetzt quasi, das gibt ein sogenanntes Losverfahren, also er muss auch nicht zwingend drankommen, aber wenn einer sagt, ich möchte jetzt meinen Future physisch liefern, das heißt in dem Fall die Rinder, die Lebendrinder, dann wäre unser Kunde verpflichtet, nämlich jeder, der Long Future ist, diese Position zu übernehmen. Und nun möchte das der Broker natürlich nicht. Und deswegen sagt er, wenn einmal diese Andienung anvisiert ist, kommt man dann nicht mehr raus. Und aus dem Grund wird jede Position, die andienbar wäre, das heißt eine In-the-Money-Option und in dem Fall immer ein Long-Future, bei Short-Future spielt es nämlich keine Rolle, wird immer sofort zu Beginn dieser First-Notice-Day-Periode glattgestellt. Und deswegen ist es ganz, also es hätte theoretisch passieren können, unser Kunde bekommt jetzt wirklich diese Rinder hier angeliefert, natürlich kommt da jetzt kein LKW und liefert die ihm an, aber man würde eben dann eine Mitteilung bekommen, dir gehört jetzt eine kleine Rinderherde in den USA. Und nun sind Rinder etwas Besonderes, genau wie die Schweinefuture, die es gibt, nämlich es handelt sich hierbei um lebende Tiere. Und lebende Tiere, da kann man nicht einfach sagen, naja gut, dann gehören die mir halt und ich zahle bar Gebühren. Nein, nein, die müssen ja verpflegt werden, die müssen versorgt werden und so weiter. Und aus dem Grunde gibt es auch diese relativ lange Periode zwischen First Notice Day und Verfall, damit man eben dann etwas machen kann. So, und dann sagt natürlich der Broker, okay, das wollen wir auf jeden Fall das Risiko ausschließen, weil die Kosten, die entstehen, muss im Zweifelsfalle der Broker tragen. Und deswegen sagt er ganz radikal, bei mir wird nichts angedient. Wenn du Long Future bist am Beginn der First Notice Periode und du bist im Minus, weil nur dann macht es ja Sinn, dann wirst du glattgestellt. Ne? Und der Kunde hat gesagt, was kann er machen? Wir haben gesagt, okay, wenn du kannst versuchen, noch selber diese Position glattzustellen, hätte einfach den charmanten Vorteil, du kannst noch mit Limit Orders arbeiten, der Broker selbst drückt auf den Knopf und dann ist die Position einfach raus. So, was lernen wir jetzt aus dieser Sache? Es ist unheimlich wichtig, egal ob man jetzt Aktienoptionen handelt, aber eben ganz speziell auch, wenn man Future-Optionen handelt, dass man Optionen nicht ins Geld laufen lässt und wenn es einem doch einmal passiert, dass man sich unbedingt hier anschaut, wann ist dieser First Notice Day, wann ist der letzte Handelstag der Optionen, das heißt, wann bekomme ich das Underlying. Und bei einer Future-Option ist das Underlying in allererster Linie immer mal der Future und noch nicht der entsprechende Rohstoff. Aber wenn man dann den Future hat, dass man wirklich sagt, okay, was mache ich dann damit? Und wenn es natürlich jetzt so eine Periode ist wie hier, Freitag Verfall der Optionen, Montag sofort First Notice Date, dann hat man natürlich gar keine Zeit mehr. Bei anderen Märkten hat man immer noch ein paar Tage. Aber um das gänzlich auszuschließen, sollte man also wirklich vermeiden, Optionen ins Geld laufen zu lassen. Man sollte es vermeiden, dass man angedient wird, gerade bei Futures, damit man dann einfach aus der Position hier rauskommt. Wir haben das dann mit unserem Kunde besprochen. Er hat gesagt, okay, das wird ihm, ist ihm jetzt genau einmal passiert. Das ist ein Lerneffekt fürs Leben. Und mir selber ist das auch schon mal passiert. Das ist viele, viele Jahre her. Bei mir war es damals, ich glaube, Mais oder so, was mir mal angedient wurde. Da ist es nicht ganz so tragisch, weil es geliefert werden kann. Aber es soll natürlich nicht passieren. Und alle, die das Video jetzt sehen, die achten bitte in Zukunft drauf. Wer wissen will, wann beginnt denn dieser First Notice Day? Weil in den Broker-Plattformen findet man das nicht. Man kann zum Beispiel bei uns auf die Seite gehen, www.optionsstrategien.com und da, wenn man angemeldet ist, kann man sich ja kostenfrei auf der Seite anmelden, findet man unter Downloads einen, das nennt sich Future Expiration Kalender, da ist der aktuelle Verfallskalender aller Futures drauf, aber ein aktueller Verfallskalender aller Optionen
Und wir werden den, sobald es den für 2016 gibt, auch wieder einstellen. Und da soll man, muss man einfach mal gucken, wann sind denn diese First Notice Days und wann sind diese Verfallstage der Futures. Das war's also für heute mit einem kleinen Hilferuf. Wie gesagt, solche Dinge passieren, da geht jetzt die Welt nicht unter. Wichtig ist ganz einfach, dass man aus diesen Dingen etwas lernt und dass man solche Fehler in Zukunft vermeidet. Und man erkennt natürlich auch daran wieder, lernen tut man wirklich nur letztendlich dann in der Praxis, indem man handelt und indem man auch Fehler macht. Und nun müssen Fehler natürlich immer so sein, und das ist auch unsere Aufgabe, dass sie einen nicht Kopf und Kragen kosten. Auch hier war es so, das wird zwar jetzt ein Verlust werden, aber es wird jetzt auch kein dramatischer Verlust werden, der jetzt irgendwie das halbe Konto auffrisst. Und deswegen am Ende blaues Auge, alles gut und was gelernt. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut, bye bye.